Zu allem Überfluss trat nun Condorcets wissenschaftliche Nemesis auf den Plan, nämlich Jean-Charles de Borda, der ebenfalls ein eminenter Mathematiker und Astronom war, ebenfalls Mitglied der Académie des Sciences und zusätzlich noch Mandatar, also Seeoffizier und Forscher und Teilnehmer am amerikanischen Befreiungskrieg, Erfinder von Navigationsgeräten auf dem rauen Atlantik, mehr zu Hause als in den Salons. Und dieser Borda sagte, jede Wahl, die sich aufs Ankreuzen des Erstgereihten beschränkt, ist nur eine halbe Sache. Wir können damit nämlich nicht mitteilen, was wir von den anderen Kandidaten haben. Daher sollten Wähler auf ihren Stimmzetteln alle Kandidaten reihen. Und der Letztgereihte kriegt dann einen Punkt, der Vorletzte zwei Punkte und der Bestgereihte die maximale Punktezahl, also wenn drei Kandidaten sind, die Punktezahl drei. Und für jeden Kandidaten zählt man dann die Punkte zusammen und wer die meisten Punkte hat, ist Borda-Sieger und gewinnt die Wahl. Zugegeben, also dieses Verfahren ist komplizierter, als die Kreuzchen auf den Stimmbögen zu zählen, aber die Methode kommt oft zum Einsatz, wenn Jurys abstimmen. Bordas Verfahren liefert eine Entscheidung auch dann, wenn es einen Condorcet-Zyklus gibt, so wie in unserem zweiten Beispiel. Also in diesem Fall gewinnt Conny. Man kann nachrechnen, sie erhält 210 Punkte, Bea nur 205 und Anna 185. Allerdings, wenn es keinen Zyklus gibt, sondern einen klaren Condorcet-Sieger, so muss der nicht der Borda-Sieger sein. In unserem ersten Beispiel ist er es. Da gilt, Conny erhält 27 Punkte, Bea 23 und Anna 22. Aber das muss nicht immer so sein. Es kann sogar sein, dass ein Kandidat von der absoluten Mehrheit an erster Stelle gereiht wird und trotzdem nicht der Borda-Sieger ist. Das ist eine leichte Übung. Und bei dem anderen Beispiel gilt, wenn Anna nicht antreten würde, etwa weil sie sich keine Chancen ausrechnet, dann kehrt sich die Reihung von Bea und Conny um. Dann gewinnt Bea. Condorcet hat nicht lange gebraucht, um solche Beispiele auszutüfteln. Außerdem verlockt das Borda-Verfahren unfair zu wählen, etwa indem man einen Kandidaten, der den eigenen gefährlich werden könnte, ganz ans Ende des Stimmzettels reiht. Im zweiten Beispiel, in diesem Beispiel hier etwa, könnte die Bea-Fans Conny ganz hinten rein. Als man Borda darauf aufmerksam gemacht hat, dann nickte er grimmig und meinte, sein Verfahren sei eben für anständige Menschen gedacht. Also haben beide Methoden ihre Schwächen. Auch heute noch dominieren die beiden Schulen von Borda und Condorcet das inzwischen gewaltig gewachsene Gebiet der Wahlarithmetik mit seinen Dutzenden von intensiv diskutierten Verfahren. Das heißt, es besteht eine Pattstellung zwischen den alten Rivalen, dem Seebären und dem tollwütigen Schaf. Auch jetzt noch, nach bald einem Vierteljahrtausend. Aber immerhin, Borda hatte die Genugtuung, dass die Académie des Sciences sein Verfahren für die Zuwahl ihrer neuen Mitglieder übernahm. Allerdings nur bis zum Wahl 1800, bis zum Jahr 1801. Da wurde Napoleon Bonaparte Präsident der Akademie. Und der hatte, man möchte sagen, naturgemäß seine eigenen Ideen über den richtigen Wahlmodus.